Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, wir haben endlich diese Motoren gekriegt. Das heißt, wir können jetzt unsere Maschinen aufrüsten und... Hi Amira. Wir müssen diesen Kampf gewinnen, Karl. Wir müssen es einfach. Wir sind nicht besser dran als im Zeitalter der Verderbnis, wenn wir immer noch Gewalt einsetzen, um reale Probleme zu lösen. Karl, hast du den Bonsaibaum neben der Tür bemerkt? Weißt du, immer wenn es Nacht wird und das Mondlicht leicht durch seine Blätter schimmert, reflektiert er diese kleinen Schatten, die auf dem Boden tanzen. Fallen dir diese kleinen Momente auch auf? So, get you later. So, wir haben zum einen mal Lieferkiste, zum anderen Post, Forschungszentrum. Forschungsprozess ist beigefügt, okay. Von Chi, ich mag es wirklich, ich hoffe, es gefällt dir auch. Okay, danke. Ein Reliquienbeutel. So, hi wildes Peter, dich können wir mal noch losschicken. Zum Kampf. Weil dann kann ich die vielleicht mitnehmen, dass die mich begleiten. Wenn wir dann demnächst jetzt den großen Kampf gegen Dings haben. Nur so als Idee. Können wir jetzt upgraden. Jawoll. Verbesserung. Und den hier kann ich jetzt auch upgraden. So, sehr gut. Jetzt können wir nämlich die Sachen machen, die wir hier brauchen. Muss nur mal gucken, was das war. Und ich kann meine Arbeitsplattform vergrößern. Ich hoffe, ich brauchte dafür jetzt nur einen Motor. Wenn nicht, müssen wir nochmal gucken. Hi Charlie. Kann ich dich losschicken? Ja, dann geh du auch mal trainieren. Weil wenn der große Kampf gegen Dings kommt, dann hätte ich gern ein trainiertes Haustier dabei. Das wäre, glaube ich, kein Fehler. So. Verbesserung. Ah, ich brauche zwei Motoren. Mist. Okay, da müssen wir noch einen besorgen. Kriegen wir hin. Ich weiß ja, ab jetzt kommen sie ja. Das ist ja von dem her... War mir nur wichtig, dass wir unsere Maschinen auch aufrüsten. Weil da brauche ich dann auch Materialien, die ich halt nur mit den aufgerüsteten Maschinen machen kann. So, Maulwurfs. Wo sind sie da unten? Dort unten. So, dann holen wir das mal. Oh, die mit Fleisch gefüllten Pilze müssen wir noch machen. Fällt mir da gerade so ein. Betreten. Sehr schön.
Achso, ich musste da drüber, ne? Nee. Verlassen? Ach, hier geht's weiter. Hier ging es weiter. Ich wusste doch, da war doch irgendwas. Ich war mir nämlich sicher, dass wir schon schon ein ganzes Stück reingelaufen waren. So. Da hatten wir nämlich schon alles drin besorgt. Oder alles, ja. Oh. Was ist denn das? Prozessor. Nicht die Dinge, die wir brauchen. Oh. Aber wir nehmen sie trotzdem mit. Prozessor. Brauchen wir natürlich auch immer mal wieder. Oh, da sind noch mehr. Geht auch nicht weg. Nochmal ein Prozessor. So, haben wir noch mehr? Ah. Hier ist nur noch ein Kabumm. Ah. Aber... Oh. Sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Ne, gut, dann gehen wir zum Ausgang. Gesprengt. So, ich hoffe, dass hier in der Etage auch. Entsprechende Dinge sind. Jawohl, da haben wir ihn doch schon. Okay, haben wir beides. Da ist noch mal was. Oh, da ist noch viel. Noch mehr Schwerkraftmotoren. Sehr gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Das war ein Prozessor. Nochmal. Das war ein Werkzeugkasten. Okay. Guck mal, ob ich hier noch mehr finde. Ich habe übrigens bei so einem
Erfahrungspunkt im Sammeln. Nehmen wir das. Ups, da wollte ich nicht hin. Oh, hier gibt es viel Kavum. Okay. Ah, da kommen die Schätze. Prozessor. Nochmal Schwerkraftmotor, sehr schön. Also noch ein Kavum. Na. So. Okay, da oben geht's weiter. Hier müssen wir durch. Okay. Hä? Also hier auf der Seite weiter oder was? So. Aluminiumerz, irgendein Zugmodell. Werkzeugkasten. So. Gehen wir auf die nächste Stufe und dann gehen wir aber auch heim. So, mit der starten wir dann ein andermal. Jetzt überlege ich gerade, wo gehe ich am besten hin per Zug. Ich glaube hier oben. Ne, hier Kirchenstation. Dann kann ich nämlich runterhüpfen und geschwind die Dingsstation vergrößern. Ich hoffe, die haben noch offen. Oh, doch, müsste. Hallo, Heidi. So, jetzt. Jetzt haben wir genug Schwerkraftmotoren. So.
bestätigen wir. Jetzt können wir das andere dann machen. Das, was wir machen mussten, täten, tuten, taten. Habe ich eigentlich noch Fleisch? Ich meine, ich hätte noch wieder welches besorgt, oder? Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Gucken mal. Wir müssen die Druckluftkanone bauen und wir müssen die Pilze machen. Wir brauchen noch Wüstenpilze. Und Fleisch brauche ich noch. Fleisch fehlt mir noch. Okay. So. Fortgeschrittene Montagestation. Jetzt können wir die Druckluftkanone zusammensetzen. So, aber wegen den Pilzen will ich trotzdem gerade noch mal gucken. Da oben waren noch Pilze. Gibt es so eine Hummeise? Geben die auch Fleisch? Dünner Faden und Ameisenhonig. Chitinpanzer. Aber kein Fleisch. Sandgras. Ah, hier sind keine Pilze. Das ist aber doof. So, tut mir ja leid für euch Jackmails. Aber ich brauche Fleisch. So, die Hühner geben auch. Immer mal wieder. Deswegen nehmen wir die natürlich auch mit. So, zweimal Fleisch. Ja, ein paar Jackmüls können wir noch mitnehmen. Die Ameisen haben sich leider nicht als besonders toll erwiesen. Oder nicht als gute Fleischlieferanten, sagen wir es mal so. Du glitzerst. Nur noch nicht rausgefunden. Ich habe allerdings auch ehrlich gesagt nie groß gesucht. Was man gegen das... Warum die manche glitzern? Ich vermute mal, das hängt irgendwie mit dem Update zusammen. Kartoffel, Tomate, Tomate. Oh. So. Gucken, ob wir jetzt zumindest genug Fleisch haben. Das wäre ja schon mal gut. Sieben. Ach, und ich brauche dann auch noch mehr davon. Das werden wir jetzt aber nicht kriegen. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und ja, in diesem Sinne sage ich mal tschüss. Und hier müssen wir gerade nochmal gucken, was wir machen müssen. Manganstall. Haben wir so gar keinen mehr. Hier auch nochmal Manganstall. Oder Granitfliesen wären vielleicht auch nicht verkehrt. So, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.
bis zum nächsten Mal.